Schön, dass ihr mit dabei seid, denn sie steht an, die nächste Ausgabe unseres Kief Talks. Heute freuen wir uns über ganz, ganz besondere Gäste, denn wir haben für euch die führenden Köpfe der Cannabisbranche, die maßgeblich am Marktgeschehen beteiligt sind, hier zu uns in die Runde geholt. Wir sprechen über Entwicklungen, Herausforderungen, Chancen und Trends auf dem Markt, aber auch, wie steht die Branche im internationalen Vergleich da. Und uns interessieren natürlich auch persönliche Beweggründe, Erfahrungen, Geschichte und Motiven. Wir freuen uns, das alles hier heute mit unseren Gästen. Finn Age Hensel, Gründer und CEO der Zenity Group. Sebastian Fröhlingsdorf, Co-Founder und CEO der CNBS Group. Sido, Deutschrap-Legende und Mitgründer von Kief, auch ein Teil der CNBS Group. Dr. Adrian Fischer, Co-Founder und Geschäftsführer von Demican. Philipp Schetter, CEO und Managing Director bei Cantourage. Und willkommen David Ten, Gründer und CEO der Semdor Pharma Group. Direkt mal in die Runde gefragt. Die Bundesregierung hat die Teillegalisierung beschlossen. Was bedeutet das für euch und eure Unternehmen? Also ich glaube tatsächlich, das ist eine große Chance. In erster Linie freue ich mich natürlich auch für die Konsumenten, die jahrelang stigmatisiert worden sind, dass man jetzt tatsächlich auch offen darüber sprechen kann und tatsächlich auch so ein bisschen den Krampf aus dem Thema rausnimmt. Aber natürlich, was Leute häufig vergessen, ist, dass natürlich durch die Herauslösung von Cannabis aus dem BTMG schon auch eine Chance für den Medizinalmarkt da ist. Eine Statistik sagt, 80% der Freizeitkonsumenten haben eigentlich medizinische Indikationen. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich für die Unternehmen, aber auch für die Patienten wirklich eine schöne Zeit starten kann nach dem 1.4., wenn tatsächlich die Verschreibung unkomplizierter und weniger bürokratisch werden. Sebastian, was sagst du dazu? Ja, aus meiner Sicht eine tolle Chance, die Teillegalisierung. Wir begleiten die Branche sehr lange schon. Das heißt für mich, ja, für die Patienten ist es einfach eine Entstigmatisierung. Wir durchbrechen die jahrzehntelange Prohibitionspolitik. Von daher ist das für uns erstmal sehr positiv. Reklassifizierung von Cannabis raus aus dem BTMG hinein als verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Das wird für die Patienten den Zugang erleichtern. Es wird mehr Verordner geben. Das heißt, für uns sind das erstmal sehr positive Signale. Und wir sind auch sehr stolz und froh, ja, dass wir so eine spannende Zeit überhaupt mitgestalten dürfen. Das ist einfach was Historisches und da ja, schlägt unser Herz für. Philipp, vielleicht die Frage an dich. Wir haben ja jetzt zwei positive Sichtweisen gehört, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber gibt es vielleicht auch auf die kommende Teillegalisierung einen negativen Blickwinkel aus unternehmerischer Sicht? Also grundsätzlich sehe ich es auch sehr positiv, insbesondere im Bereich medizinisches Cannabis. Ich glaube, dass zunehmend Leute einfach gemerkt haben, es gibt sehr gutes Cannabis aus der Apotheke, sehr hohe Qualität, gute Preispunkte. Und dazu gibt es jetzt einen besseren Zugang letztendlich, dass mehr Patienten einfach einen Weg in die Apotheke auch finden können, die sich Stand heute wahrscheinlich eher auf dem Schwarzmarkt bedienen. Deswegen glaube ich, das ist erstmal sehr, sehr positiv an der Stelle. Auf der Genussmittelseite kann man jetzt drüber streiten, ob das geplante Setup mit Eigenanbau und auch mit Cannabis-Clubs auch in der Reihenfolge so das Richtige ist. Da kann man, glaube ich, drüber streiten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es sehr positiv, dass jetzt das Thema Cannabis besser diskutiert wird, offen diskutiert wird und man auch drüber spricht, was für Vorteile das Ganze hat. Sei es als Genussmittel oder auch als Medizin, das ist erstmal grundsätzlich positiv. Der Rest sind dann technische Details, würde ich sagen. David, könnte man denn nicht davon ausgehen, dass wenn jetzt Cannabis zum Teil legalisiert wird, dass dann vielleicht so die Notwendigkeit hier und da wegfällt, zum Arzt zu gehen, sich zum Patient zu machen? Man kann ja auch einfach sagen, ich hole mir das im Social Club. Also ist das ein Nachteil aus unternehmerischer Sicht? Vielleicht? Ich glaube, es ist das Gegenteil. Du hast die Social Clubs, die eine wichtige Rolle spielen werden, die auch richtig sind und wichtig sind in der nächsten Phase, die kommt. Aber die Social Clubs werden eine Weile brauchen, bis sie sich etabliert haben, bis sie funktionieren, bis sie laufen. Das andere Thema ist, Social Clubs sind limitiert in ihrer Teilnehmeranzahl. Du hast eine Limitierung in der Anzahl der Social Clubs, in denen du Mitglied werden darfst. Und letztendlich hast du mit Medizinalcannabis klar geregelte Verhältnisse. Du hast das regulatorische Äquivalent zu jedem anderen verschreibungspflichtigen Arzneimittel in der nächsten Phase. Und damit haben Patienten, die Therapie brauchen, auch Zugang
zu einem standardisierten, qualitativ hochwertigen Produkt, das analysiert ist, das mit Preispunkt kompetitiv ist, das eine große Sortenvielfalt hat, bereits heute in der Apotheke. Du hast eine gut sortierte Apotheke, hat ja 150, 200 Sorten mittlerweile. Und du hast einfach klare Verhältnisse. Also auch was die, was den Bezug angeht. Das Cannabis-Geschäft wird heute dominiert von 30 großen Versandapotheken, die einen wesentlichen Anteil spielen in der Versorgung mit Medizinalcannabis. Und auch Quick-Commerce wird interessanter werden. Also die, die Frage, bis Uber Eats demnächst dein Produkt ausliefert, ist nur noch eine Frage der Zeit. Adrian, wie bereitet ihr euch dann jetzt unternehmerisch auf die Teillegalisierung vor? Ne? Wir haben jetzt viele positive Möglichkeiten auch gehört, wie sich das entwickeln kann. Wie stellt ihr euer Unternehmen jetzt dafür auf? Ja, also dazu muss man erstmal sagen, bei uns ist ja ein kleiner Unterschied. Wir bauen eben Cannabis auch an. Haben jetzt in den letzten 2 Jahren fast 3000 Kilogramm Cannabis geerntet in Deutschland. Und hier gibt es auch eine große Änderung, die jetzt eintreten wird. Bisher war das ein sehr vergaberechtlich strikt geregelter Anbauvorgang, was auch nicht jeder machen konnte. Insgesamt nur 3 Firmen in Deutschland überhaupt. Das wird sich jetzt ändern zu einer Lizenzvergabe. Das heißt, wir freuen uns darauf, dass auch andere Firmen diesen Weg gehen und wir auch einen Anbau in Deutschland sehen werden, dass da medizinisches Cannabis mehr angebaut wird. Es gibt aber noch eine weitere Regelung, die uns, sage ich mal, sehr viel mehr Freiheit erlauben wird. Aktuell dürfen wir nur 2 Sorten in Deutschland überhaupt anbauen. Es gibt mehrere 100 Sorten, die international importiert werden und diese Limitierung fällt jetzt weg. Es wird sich eben ein ganz einfaches Antragsverfahren geben, bei dem sich dann jeder darum bewerben kann, Sorten in Deutschland anzubauen. Und das freut mich natürlich, dass wir da auch als Standort in Deutschland jetzt zumindest mal auf dem gleichen Feld mitspielen können und nicht nur mit 2 Sorten eben sehr, sehr eingeschränkt waren, sondern da jetzt viel mehr Freiheit haben. Und vielleicht auch noch einen Punkt, Finn, zu ergänzen. Also ich bin ja auch Arzt. Es ist nicht nur so, dass die Patienten jetzt einen einfachen Zugang haben. Es ist natürlich auch für die verschreibenden Ärzte eine ganz andere Voraussetzung, nicht mehr auf Betäubungsmittelrezepten verschreiben zu müssen, sondern das jetzt so wie jedes normale Arzneimittel verschreiben zu können. Ja, und für Apotheker. Für Apotheker auch. Also insgesamt gibt es in allen Bereichen dadurch jetzt wirklich eine deutliche Vereinfachung. Man kann auch hoffen auf einen gewissen Bürokratieabbau. Das ist ja schon ein sehr großer Aufwand, wie es im Moment geregelt ist. Ja, also wir sehen das auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ja, also ich meine, wenn man sich das vorstellt, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass ein Großteil der heutigen Freizeitkonsumenten eigentlich medizinische Indikationen haben. Und ich glaube, unser Interesse als Großhändler oder Hersteller alle ist, dass jeder, der eine Indikation hat, für die Cannabis helfen kann, soll Zugang zu diesem Arzneimittel bekommen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was sich jetzt ändert. So als Beispiel, in Deutschland haben wir heute 0,2% der Bevölkerung sind Patienten. In Israel sind es 2%. Da sieht man also, das Potenzial für Cannabis als Arzneimittel ist deutlich höher, als es heute genutzt wird. Und das liegt natürlich an dem, was vorher schon gesagt wurde, die restriktive Politik, die Schwierigkeit bei Verschreibungen, die Betäubungsmittelklassifikation. Und ich glaube, diese Gesetzesänderung wird dazu führen, dass die Leute, die Cannabis wirklich als Indikation nutzen können, künftig deutlich mehr Zugang zu Cannabis als Arzneimittel haben. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht, nicht nur für uns als Firmen, sondern eben auch für die Patienten da draußen. Ob das auch die beste Nachricht ist, darüber wollen wir gleich nochmal sprechen, ob das auch das ist, was ihr euch vielleicht aus unternehmerischer Sicht erhofft habt. Ja, ich glaube, was Finn sagt, ist ja auch richtig. Ich glaube, die Herausforderung für uns als Industrie ist ja auch, Leuten zu zeigen, dass es einen verleichterten Zugang zum Thema Cannabis auch gibt aus der Apotheke. Da gibt es immer so Zahlen, die rumschwirren, dass viele Leute aus dem Schwarzmarkt das zu therapeutischen Zwecken nutzen. Wie groß die ist, let's see. Aber ich glaube, diese Awareness zu schaffen, ich bekomme Cannabis auf Rezept, ohne dass ich schwer krank bin oder todeskrank bin. Ich glaube, das muss ja geleistet werden. Sonst bringt alles nichts, die Reklassifizierung, wenn trotzdem keiner zum Arzt geht und sagt, ich hätte gern Cannabis. Ich glaube, da müssen wir als Industrie auch echt was leisten, um diese Awareness letztendlich bei Patienten oder potenziellen Patienten auch zu schaffen. Aber das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, also seht ihr das alle sehr positiv, ab dem 1.4. oder wann das dann auch immer kommen wird. Aber das heißt, da müsstet ihr euch ja jetzt unternehmerisch schnell nochmal größer aufstellen, weil dann geht's ab. So verstehe ich das. Wie sind da eure Vorbereitungen? Oder wartet ihr auch erstmal ab oder habt ihr auch so ein Szenario B im Kopf aus unternehmerischer Sicht? Weil so wie ich das jetzt verstehe, bewertet ihr das ja sehr positiv und denkt, ihr habt auf jeden Fall mehr zu tun. Ich glaube, jeder von uns hat ja 2 Jahre Zeit gehabt, sich im Wesentlichen vorzubereiten. Ne? Wir haben Gesetzgebungsverschiebungen immer wieder gehabt. Und ohne jetzt die Pläne jeden Einzelnen auch von euch zu kennen, aber jeder von euch wird auch Zeit gehabt haben, Maßnahmen zu treffen.
Für die Semdor Group und für die Canamerica spezifisch kann ich das relativ klar sagen. Wir haben mit Akquisitionen in Meerbusch eine Drehscheibe geschaffen für Medizinalcannabis. Das heißt, wir haben die Infrastruktur gebaut, um bis zu 100 Tonnen Cannabis processen zu können. Das heißt, das Trimming machen zu können, Bud-Sorting, Bestrahlung, Labortesting. Zwei große Leger sind in der Lage, Arzneimittel im ganz großen Stil auch bundesweit zu versenden. Verschicken heute schon 1500 Pakete am Tag. Nicht nur Cannabis, auch andere Arzneimittel. Damit ist Semdor zumindest auch ein Teil einer Wette auf die Supply Chain, also auf die Wette, dass letztendlich ein wesentlicher Teil der nächsten Phase damit einhergeht, wer wie viel Ware auch bewegen kann. Und wir haben gleichzeitig 8 verschiedene Supplier geonboardet auf 4 Kontinenten, haben Zugriff auf erhebliche Warenbestände, machen ganz bewusst nur GMP-Ware, aber haben eben mit Herstellern in jeder Größenordnung sind Partnerschaften eingegangen, von denen wir wissen, dass sie auch 10, 20, 30.000 Kilogramm möglicherweise herstellen können. Auf der anderen Seite gibt es viele, ist es heute völlig intransparent, ne? welche Brand überhaupt hochskalieren kann. Weil im Moment die Nachfrage nach Craft Beer Styled Cannabis mit dem most fancy Strawberry, Smelly, Sticky, Sugar Coating Bud in der Nachfrage ist. Aber viele von diesen kleinen Craft-Boutique-Growern können nicht hochskalieren. Und das ist das, was jetzt transparent werden wird in den nächsten 18 Monaten. Also in der Phase, in der sich der Markt verdreifacht, vervierfacht, werden einfach auch einzelne Brands die Puste zwangsläufig ausgehen. Ne? Du brauchst ungefähr ein gutes Jahr, Supplier zu onboarden. Egal ob mit oder ohne GMP, aber bis die Regulatorik durch ist, bis du die auditiert hast, bis du die ready hast und aufgesetzt hast. Letztendlich jetzt noch was zu tun, wird zu spät, wenn du gewinnen willst. Sag niemals nie, aber auf der anderen Seite ist es eben alles, was bis jetzt passiert ist, glaube ich, bei jedem von uns sind alle solide aufgestellt und es wird eine spannende nächste Phase. Ganz sicher. Sido, wir saßen ja vor einigen Monaten ja mit dem Bundesgesundheitsminister, mit Professor Dr. Karl Lauterbach zusammen und haben über das Thema Legalisierung auch gesprochen. So, die Bundesregierung hat es jetzt beschlossen, es ist soweit. Bist du happy? Bist du damit mit zufrieden, dass es dann jetzt wirklich bald auch kommt? Ja, rein wirtschaftlich ist es halt eher euer Thema. Das macht ihr schon. Für mich ist wichtig, dass man nicht mehr kriminell ist, wenn man kifft. Dass auch die Eltern sich jetzt mal mit informieren können und so weiter, dass man auch einfach mal zu seiner Mutter gehen kann und mit seiner Mutter darüber sprechen kann, was man jetzt hier tut und vorhat und sie nicht gleich denkt, dein Sohn ist jetzt ist kriminell oder ne, baut Scheiße, dass man alleine diese Gespräche auch in der Familie und im sozialen Umfeld führen kann, ohne abgetan zu werden als Krimineller. Das ist für mich ein Riesenvorteil. Das halte ich für wichtig überhaupt, dass man darüber sprechen kann, dass das so, nur so wird das halt auch als Medizin wahrgenommen und nicht nur als Trick. Ach, es ist nur ein Trick, damit man dann doch kiffen kann. Jetzt wird es mir als Medizin verkauft. Das macht für mich einen großen Vorteil. Bringt die Legalisierung mit sich. Glaubst du, dass diese kontrollierte Abgabe jetzt auch in diesen verschiedenen Schritten, das wird erstmal entkriminalisiert, dann gibt es diese Social Clubs und Modellregionen, dass das dafür auch ein Vorteil ist, das so einzugrooven, anstatt jetzt einfach sagen, so, wir machen das jetzt legal? Wenn man das ein Eingrooven nennt, ist das okay für mich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie mein Homie Karl das sieht, ne? Ob das nur so ein erster Schritt ist, weil so betitelt er das jedenfalls nicht. Für mich wäre es angebracht, wenn es Schritt für Schritt passiert, halt, dann ist das gut. Hoffe mal, dass es nun die ersten Schritte sind und dass es vorangeht. Ne? Ihr habt euch vor kurzem ja nochmal getroffen, auch in Berlin. Ja. Du sagst, ihr seid Homies. Ist er damit auch einverstanden? Also natürlich, er steht dafür gerade, aber man hat so ein bisschen rausgehört, dass er da vielleicht auch Kompromisse machen musste. Was hat er gesagt? Ja, für ihn sind das auch Kompromisse. Ja klar, muss er irgendeinen Kompromiss machen. Aber überhaupt, dass das vorangeht und dass er sich da nicht, ärgern lässt da im Bundestag, sondern dass er sein Ding da durchzieht und so, das ist schon aller Ehren wert, muss ich sagen. Und dafür halte ich auch große Stücke auf ihn.
Aber wie gesagt, hoffen wir, dass das nur, dass das schrittweise passiert und dass so die ersten Schritte sind. Mhm. Wie gesagt, wir saßen ja vor mehreren Monaten mit Ihnen zusammen. Jetzt habt ihr euch da vor kurzem ja nochmal in Berlin getroffen. Habt ihr sonst Kontakt irgendwie? Ruft ihr dann irgendwie mal nochmal an? Ja, wir schreiben. So? Ja? Wir schreiben uns ab und zu. So, übers Thema oder auch einfach mal so wie auch geht's? Übers Thema. Aber auch, auch übers Thema? Auch über Musik. Ja? Und so, ja. Und über seine Töchter, die dann Fans sind und so. Also hört er jetzt deine Musik? Er hat das letzte Mal gesagt, er ist nicht so ganz. Ich glaube nicht. Sagt er. Ich glaube, er hört nicht viel von meiner, oder hält auch nicht viel von meiner Musik. Vielleicht ja morgens auf dem Weg dann zur Arbeit. würde sich doch. Nach dem ersten Vierten. Ja, nach dem würde sich doch anbieten. Die Teillegalisierung ist beschlossen. Wie seht ihr das Thema Volllegalisierung? Was glaubt ihr? Wird das kommen? Wir haben ja jetzt gerade schon mal gesagt, dieses Thema Modellregion, das ist jetzt auch für mehrere Jahre festgelegt. Was glaubt ihr, kommt das und erhofft ihr euch das als Unternehmen? Also ich kann direkt anfangen. Ich glaube am Ende, trotzdem ich jetzt die Säule 1 für ultra wichtig und gut halte, ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn die Säule 2 inklusive einer Herauslösung aus dem BTMG vorher gekommen wäre und man dort halt Clubs, Eigenanbau, Apothekenabgabe gegeneinander hätte testen können, so wie es in der Schweiz passiert, und man dann entschieden hätte, was der zweite Schritt ist. So fühlt sich manchmal so ein bisschen an, als ob man den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht hat. Und weil er eben schon, wie Sido gerade sagte, für den Minister so vollumfänglich klingt, ist manchmal die Sorge dann da, dass der zweite Schritt vielleicht gar nicht mehr kommt, weil er denkt, jetzt hat er die Schuld getan. Ich glaube aber am Ende, wenn wir wirklich voll legalisieren wollen, und das halte ich tatsächlich nach wie vor für die richtige Lösung langfristig, dann müssen wir uns überlegen, wie wir legalisieren wollen. Und dementsprechend diese Pilotprojekte, die halt wirklich zeigen, ist es vielleicht besser ab 18, ist es besser ab 21, ist Lieferung nach Hause gut, ist es nicht gut, sind THC-Obergrenzen gut, sind sie nicht gut. Ich glaube, das kannst du wirklich nur mit Echtzeitdaten testen und nur so kannst du halt herausfinden, was eine richtige Legalisierung ist. Und wir machen es ja in der Schweiz derzeit. Wir haben ja ein Pilotprojekt in Basel-Land unter dem Namen Grashaus. Und genau diese Daten sind super spannend, weil nur als Beispiel, wir haben es geschafft, fast 50% der Konsumenten vom reinen Rauchkonsum wegzubringen, mit Tabak gemischt, hin zu vaporisieren, verdampfen, Edibles und so weiter, was ja vielleicht nicht per se gesünder ist, aber weniger ungesund. Und ich glaube, solche Daten zu erheben, sind unheimlich wichtig, wenn wir über Volllegalisierung sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen hinten runtergefallen ist in der Diskussion gerade. Siehst du das ähnlich, Sebastian? Erhoffst du dir auch noch die Volllegalisierung aus unternehmerischer Sicht? Ich sehe es sehr ähnlich, wie Finn es auch gerade schon erzählt hat. Die Volllegalisierung ist sicher ein großes Ziel. Da gibt es immer natürlich viele Kompromisse, die gemacht werden müssen. Auch die Bundesregierung muss europaweit schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Deswegen bin ich erstmal sehr glücklich, dass wir den ersten Schritt jetzt genommen haben. Das also überhaupt noch ein Schritt. Ja. Erstmal in die richtige Richtung bewegen. Aber auch gerade, was Finn sagt, Live-Daten sind wichtig. Ne? Pilotprojekte, die aufrichtig sind. Ne? Nicht irgendeine Makulatur, um irgendwelche Innenpolitiker zu befriedigen, sondern was ganz Klares, wo die Patienten auch einen Benefit haben von. Und da, das ist ja der Weg hin zur Legalisierung, wo Deutschland auch eine führende Rolle einnehmen kann, indem wir eben vorangehen, indem wir eben Evidenz schaffen, indem wir klare Daten auch liefern. Und das ist ganz klar auch mein Wunsch, dass es eben nicht vorbei ist jetzt mit Säule 1 und 2, sondern dass man eben ja, sukzessive daran festhält und auch schaut, was lässt sich bewerten aus der Vergangenheit und was können wir Schritt für Schritt noch hinzufügen. Und das merkt man ja auch ganz kurz in der Debatte, wenn man sich so die Argumente anhört, oftmals ist es, wir sind überzeugt, dass wir glauben das und dann kommen die ganzen negativen Geschichten, was man glaubt, was alles Katastrophales passieren kann, aber keiner hat wirklich Daten, der sagt, es ist so passiert und dementsprechend sagt die Statistik, es wird so passieren. Und ich glaube, diese Daten helfen auch in einer viel konstruktiveren Diskussion. Wer die Bundestagsdebatte verfolgt hat, hat gesehen, da war mit Argumenten gar nicht mehr zu arbeiten. Es waren nur noch Emotionen im Spiel. Und ich glaube, wir müssen weg von dieser Emotion hin zu wirklich Daten und darauf konstruktiv diskutieren. Und ich glaube, diese Daten, die brauchen wir halt. Da hilft es ja wahrscheinlich auch, einen Blick ins Ausland zu werfen. Das machen wir gleich sofort. Eine Sache interessiert mich aber noch. David, du hast eben gesagt, dass ihr jetzt alle ja auch Jahre hattet, euch darauf vorzubereiten. Ich frage mich, als ihr eingestiegen seid in das Geschäft, auf den Markt, habt ihr ja bestimmt einen Riecher gehabt. Da kommt was. Diese Teillegalisierung, ist es das, was ihr euch vor vielen Jahren, als ihr in die Branche eingestiegen seid, erhofft habt? Oder seid ihr jetzt über die Teillegalisierung vielleicht ein bisschen enttäuscht? Habt ihr euch das anders vorgestellt?
Ja, ich glaube, ich bin am längsten mit dabei. Deswegen habe ich dich natürlich gefragt. Seit 2016. Das war ja noch eine andere Zeit, als wir angefangen haben. Wir waren damals zu dritt. Ich glaube, dein Patrick war damals auch noch da. Sonst ist ja keiner übergeblieben, eigentlich aus dieser alten ersten Welle dieser Cannabis-Founder. Finn kam immer dazu und habe ich immer auf LinkedIn geschrieben. Und gesagt, herzlich willkommen. Wenn eine lustige Zeit. Willkommen im Club. Genau. Ich bin super happy mit der Teillegalisierung, die gekommen ist. Letztendlich ist aber das nicht auf meinem Radar gewesen 2016, sondern du warst 2016, 17, war erstmal das Thema Medizinalcannabis überhaupt, dass das in die Breite getragen worden ist. Ich fand den Markt super spannend, ich fand die Idee super, super fancy, in dem Markt was zu machen, auch um vielleicht ein bisschen zu rebellieren. Und dann haben wir ein paar Jahre gehabt, in denen es ja nicht viele Akteure am Markt kamen. Corona hat sein Übriges dazu getan, was es verzögert hat. So diese richtige Implosion ist ja in den letzten 2,5, 3 Jahren erst passiert. Dass du plötzlich 40, 50 neue Firmen hast, die versucht haben, sich auch in diesem Markt zu behaupten und zu etablieren. Deutlich größere Probleme haben. Die Wege, die wir gewählt haben damals, die funktionieren nicht mehr. Allein schon, weil die Produktstruktur, aus dem wir so Margin schöpfen konnten anfangs, Bedrocan exemplarisch, das funktioniert heute gar nicht mehr. Das heißt, du brauchst erheblich mehr Geld, um heute ein Brand aufzubauen. Oder du musst irgendwie alternative Wege finden, wie Sebastian das gemacht hat. Und Sido, wie ihr das zusammen gemacht habt. Aber normalerweise ist es nicht so einfach, heute einen neuen Brand zu bauen. Es gibt ja auch kein Playbook, ne? Wie baue ich einen Cannabis-Brand? Viele Sachen sind dir verwehrt geblieben, weil du keine Betäubungsmittel Werbung machen darfst erstmal. Das ist unter RX, wird das nochmal anders werden, also unter verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Aber so im Wesentlichen, ich bin happy mit dem, was gekommen ist. Wahrscheinlich ist meine Meinung auch anders als die von den anderen Leuten. Ich glaube auch nicht, dass wir eine Phase 2 kriegen werden. Nicht, weil ich sie nicht will, sondern weil ich praktisch nicht sehe, wie das funktionieren soll. Und immer wieder mit EU-Recht und UN-Recht anecken wird. Und auch, also inhaltlich macht das Sinn, auch was du sagst, Finn, aber das wird halt sehr, sehr schwer umzusetzen sein, ohne EU-Recht zu ändern. Der Annahme wollen wir nachgehen. Also grundsätzlich, die Schweiz macht es ja, das ist nicht EU, das ist aber zeigt, dass es UN-rechtlich möglich ist. Dort auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Ich finde, das sind sehr sauber aufgesetzte Pilotprojekte. Derzeit ist die Bundesregierung ja der Auffassung, dass ein Pilotprojekt quasi EU-Notifizierung braucht. Ich meine, wir sehen gerade in den Niederlanden, auch da gibt es ein Cannabis-Experiment. Es wird gerade die gesamte Supply Chain mit 10 Anbauern, die legal anbauen dürfen, legalisiert. Die brauchten keine EU-Notifizierung. Und genau in dem Hintergrund haben wir auch mal ein rechtliches Gutachten anfertigen lassen. Und das sagt halt sehr klar, solange es wirklich wissenschaftlich argumentierbar ist, braucht es eigentlich keine EU-Notifizierung. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo ich mich immer frage, was die Bundesregierung dort antreibt. Entweder wollen sie der Musterschüler sein in Europa und dementsprechend lieber alles zu viel fragen als zu wenig. Oder aber es war, wie gesagt, gar nicht geplant, sie zu starten. Und das ist ein Argument zu sagen, nee, das geht ja alles gar nicht. Aber am Ende des Tages glaube ich, es wäre möglich. Ich glaube nur, wenn jetzt der Bundesrat noch über Säule 1 debattiert, wenn ein Vermittlungsausschuss kommt und Säule 1 vielleicht doch erst Ende des Jahres in Kraft tritt, im Januar beginnt der Wahlkampf. Das heißt also, da wird sich die Ampelkoalition wahrscheinlich eher gegeneinander positionieren als miteinander. Und ich sehe eher nicht die EU und die UN als Problem bei den Pilotprojekten, sondern einfach und allein die Zeit, die noch übrig ist. Weil wir haben bis heute keinen Gesetzentwurf, der war schon für letztes Jahr angekündigt, der kam nicht, es gibt noch nicht mal ein detailliertes Eckpunktepapier. Und eben das Gefühl, was Sido auch gerade gesagt hat, dass der Minister eigentlich das Gefühl hat, das war's jetzt und jetzt sind wir durch damit, das schleicht sich so ein bisschen ein. Und auch wenn ich weiß, dass die FDP und die Grünen das unbedingt wollen, ich sehe halt dieses Momentum gerade nicht und das ist halt schade. Das ist ja auch nicht die Kernpriorität jetzt der Bundesregierung. Muss man ehrlicherweise auch sagen. Ne? Ja. Deswegen ist ja auch das Gesetz gelabelt als Legalisierung, was ja eigentlich irreführend ist. Aber damit erzeugst du zumindest in der Wahrnehmung der breiten Masse einen Vollerfolg. Philipp, also die Situation, die ihr jetzt auch beschreibt und die Fragen, die ihr euch stellt, auch als Unternehmer, als du eingestiegen bist auf den Markt, hast du dir das so vorgestellt, dass wir jetzt hier so sitzen und über diese Themen sprechen? Hast du es dir regulierter vorgestellt oder hast du es dir vorgestellt, das ist noch einfacher für uns?
Ich bin ja auch schon einen Moment dabei, ich glaube 2017, 2018 eingestiegen bei einem, ich glaube einer der ersten, wenn nicht der erste Cannabis-Großhändler in Europa. Pedanius hieß es damals, wurde von Aurora gekauft und dann habe ich das Europageschäft für Aurora aufgebaut. Und es war damals streng genommen so ein Pure Pharma Play. Also es war ganz klar, das sind Patienten, die kriegen Rezepte, die werden auf Cannabis eingestellt und dann läuft das Geschäft. Und es ist eher für mich überraschend, dass es jetzt nochmal so eine Wendung genommen hat und plötzlich so viel Fahrt und Momentum aufgenommen hat. Als ich dann bei Cantourage eingestiegen bin, 2021, kurz danach kam ja dann die Ampelkoalition, der Koalitionsvertrag. Das war für uns eher überraschend, dass es jetzt zu so einer Liberalisierung kommen soll. Deswegen hatten wir unser Geschäftsmodell grundsätzlich so ausgerichtet, wir vertreiben medizinisches Cannabis europaweit. Und jetzt ist es eher so positiv, könnte potenziell ein Boost sein, aber wir haben das nie eigentlich darauf ausgerichtet und auch so geplant. Jetzt kommt es so, wie auch immer. Ich glaube, wir sind darauf gut vorbereitet, hatten ja ein bisschen Zeit, haben auch ein Modell, was im Freizeitbereich auch funktionieren sollte. Deswegen, ich bin da relativ relaxed. Also ich freue mich, dass es weitergeht. Ich glaube, das ist jetzt dann auch eine Zeitenwende. Das wird aber auch länger brauchen, bis das Ganze dann auch umgesetzt wird. Aber wenn man so guckt Richtung USA, Kanada, meist fängt man an mit medizinischem Cannabis. In Deutschland so richtig ging es da 2017 eigentlich los. Vorher waren es ja nur Ausnahmegenehmigungen. Und meistens irgendwie im Verzug 5 bis 10 Jahre später gibt es dann einen Freizeitmarkt. Und da glaube ich, dass es in Deutschland irgendwann auch passieren wird. Sitzen 5, 10, 15 Jahren ist, mal schauen. Wir hoffen natürlich ein bisschen früher, aber es wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz weg aus der unternehmerischen Sicht hin zum Patienten. Ja, Sebastian, was glaubst du, was wird besonders wichtig sein, auch ab dieser Teillegalisierung für einen Cannabis-Patienten? Ich glaube, auch der Punkt, den Adrian eben genannt hat, ist nochmal ganz wichtig, eben auch die Ärzteschaft mitzunehmen, weil wir sind jetzt genau an der Herausforderung. Wir sind ja auch sehr stark im therapeutischen Umfeld unterwegs, also engagieren uns auch sehr viel für Patienten, arbeiten mit dem Herrn Dr. Grotenhelm zusammen, dem es auch ein großes Anliegen ist, immer sehr menschlich zu sein, den Menschen als Individuum zu sehen, wirklich 360 Grad zu schauen. Und ich glaube, das ist genau unsere Herausforderung jetzt, dass wir in der Therapie eben mehr Ärzte onboarden, ja, die spezialisiert weiterbilden, weil einfach, wie David es auch gesagt hat, es werden viel mehr Patienten einen Zugang bekommen. Um das vielleicht auch für Patienten nochmal touchable zu machen, was heißt das eigentlich? Ne? BTMG, das ist immer so ein Kaugummi-Begriff. Paragraph 13 BTMG, der sagt eben, wenn es andere Medikationen gibt, andere Therapeutika, außer Betäubungsmittel, dann müssen die eben genommen werden. Und das ist natürlich gerade für die Ärzteschaft jetzt sehr interessant, eben mit der Reklassifizierung. Das bedeutet im Prinzip dann, dass sich Medizinalcannabis einreiht mit Neuroleptika, Antidepressiva und eben vielen anderen Substanzen. Das heißt, der Arzt muss eben nicht mehr so akribisch auch prüfen, wurde schon leitlinientherapeutisch agiert, ne, sind eben Standardmedikamente schon genommen worden oder andere Therapieformen, sondern der Patient hat jetzt ein Selbstwahlrecht. Also es wird nochmal wirklich auch die Individualität der Menschen in diesem Land gestützt. Weil derjenige, der eben keine Neuroleptika bei psychiatrischen Indikationen nehmen möchte, sondern der eine Überzeugung hat, dass eben Medizinalcannabis ihm sehr, sehr gut hilft bei seiner Symptomatik, der kann mit seinem Arzt das ganz aufrichtig besprechen und muss aber eben, oder der Arzt muss eben dann nicht mehr groß dokumentieren, was ist schon gemacht worden. Und ich finde, das ist ein großer Punkt. Und dieses Spannungsfeld, was wir haben, ist eben jetzt eine große Zahl an Ärzten mitzunehmen, ja, die gut weiterzubilden, dass die eben auch eine individuelle und evidenzbasierte Therapie anbieten können. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir jetzt meistern müssen. Adrian, du als Mediziner, siehst du es auch so, aus der Ärzte-Sicht beispielsweise? Ja, also aus ärztlicher Sicht begrüße ich das auch total. Vielleicht aber nochmal eine andere Perspektive. Ich meine, wir sind alle aus dem medizinischen Cannabis-Bereich. Die größte Veränderung, die jetzt ja kommt, ist ja doch der Freizeitbereich. Und das heißt, es wird sehr viele Homegrower geben, die jetzt zu Hause, es gibt ja auch schon welche, aber die es jetzt eben auch legal machen dürfen. Das ist natürlich super, dass man sich da nicht mehr verstecken muss. Und es wird sicherlich die Social Clubs, hast du ja gesagt, die werden eine Zeit lang brauchen.
Aber das sind schon super viele, die da auch in den Startlöchern stehen und das machen wollen. Und das wird eine große Veränderung, denke ich, auch für den medizinischen Bereich werden. Ich sehe das im Prinzip positiv, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Ein Ziel dieser Legalisierung war ja auch, eine Qualitätskontrolle zu ermöglichen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn das jetzt zu Hause und in Clubs angebaut wird. Gerne bereit, da auch zu unterstützen und Tipps zu geben an jeden, der anbauen will. Ja, wir machen das ja jetzt schon eine Weile. Und das war auch der Grund, warum ich eigentlich persönlich damals angefangen habe. Also nicht ganz so früh wie ihr. Wir haben uns 2017 beworben, um eben den Anbau in Deutschland zu machen. Mein Ziel war immer, in Deutschland Cannabis anzubauen. Mich freut das jetzt total, dass das auch viele andere machen können. Aber ich würde schon sagen, es ist eine ungewöhnliche Art der Legalisierung. Normalerweise hat man angefangen eben mit Modellprojekten, um Daten zu erheben. Und dann rollt man es für alle aus. Jetzt macht man es eben, weil es EU-rechtlich wahrscheinlich so schwierig ist, man sich das irgendwie nicht getraut hat zu machen, macht man es umgekehrt. Ich sehe da schon Herausforderungen auch für uns, auch aufzuklären und Support zu geben, dass das halt auch in den Clubs alles super funktioniert. Mag ja Clubs geben, die alles perfekt machen, aber kann auch Clubs geben, wo es dann schwieriger wird. Wir haben hier und da ja schon mal den Blick ins Ausland gewagt, haben jetzt viel über den deutschen Markt gesprochen. Wie beurteilt ihr denn jetzt den deutschen Markt oder auch die Entwicklung im deutschen Markt im Vergleich zum Ausland? Hat man da als Unternehmer mehr Power, mehr Chancen? Also ich würde sagen, derzeit kann man schon sagen, der deutsche Medizinal-Cannabis-Markt ist der größte in Europa. Sicherlich kommen jetzt mehr Länder dazu, die auch wachsen. Polen als Beispiel, UK wächst weiterhin, Portugal, Tschechien, wo ja auch tatsächlich Genussmittel-Cannabis gerade zur Diskussion steht. Also ich glaube schon, dass sich auch in Europa in den nächsten Jahren mehr und mehr Opportunitäten bilden. Ich glaube zum Beispiel, dass der deutsche Markt sicherlich der Dominante bleiben wird, gerade nach der Gesetzesänderung. Deswegen im Sinne von Fokus, glaube ich, wird das auch immer unser Fokusmarkt bleiben. Aber für uns kann ich sagen, wir sehen uns als europäisches Unternehmen und dementsprechend, wir exportieren ja auch schon außerhalb des Pilotprojekts medizinisch in die Schweiz, jetzt auch demnächst nach Tschechien. Das heißt also natürlich, unternehmerisch sollte man auch schon immer gucken, was passiert in anderen Ländern und wo kann man da auch aktiv werden. Und Cantourage macht es ja auch und Demecan macht es auch, Canna Medical auch. Das heißt also, ich glaube schon, dass das jetzt nochmal interessant wird, nicht nur durch die deutsche Klassifizierung, sondern auch, dass das vielleicht sogar als Vorbild dienen könnte für andere Länder, die Medizinalcannabis besser regulieren wollen. Dänemark fängt jetzt auch an, neu darüber nachzudenken. Also ich kann mir schon vorstellen, du hast Zeitenwende gesagt, dass das jetzt auch eine Initialzündung ist für andere europäische Länder, weil Deutschland gilt ja historisch als sehr konservativ. Und wenn selbst wir das schon machen, dann kann das tatsächlich auch für viele Länder drumherum so ein bisschen als Signalwirkung gelten. Du hast ja eben schon mal dieses Grashaus-Projekt auch von euch angesprochen in der Schweiz. Was erhofft ihr euch da? Also ist das einfach mal ein Versuch, auch ins Ausland zu gehen? Auch. Ich meine, das ist ja, musst du immer trennen, das ist ja nicht medizinisch, das ist wirklich dann Genussmittel. Aber die Schweiz, das ist immer auch ein bisschen überraschend, weil die gelten ja auch eigentlich als konservativ, die haben schon relativ lange eine ziemlich progressive Politik. Wer es noch weiß, es gab auch mal die Duftsäckli in der Schweiz, da war Cannabis mal eine Zeit lang quasi legalisiert, dann wurde es wieder eingestellt. Aber in der Schweizer Bevölkerung ist THC schon viel normaler als in der deutschen Bevölkerung. Und die Pilotprojekte wurden damals ins Leben gerufen für ungefähr 10 Jahre Zeit, aber eigentlich klar mit dem Ziel dahinter, legalisieren zu wollen. Und die Frage ist gar nicht mehr ob, sondern nur noch wie. Und das ist natürlich schon spannend. Die Schweiz hat 26 Kantone, alle können Pilotprojekte organisieren. Und am Ende werden halt dort Daten erhoben, die halt eben der Schweiz helfen, eine Legalisierungsgesetzgebung zu entwickeln. Und was wir uns natürlich hoffen, ist, dass wir die Daten, die wir in der Schweiz erheben, auch nutzen können, um deutschen Politikern zu zeigen, guck mal, unsere Nachbarn machen es vor, so kann man es machen. Das sind die Ergebnisse, die wir haben, um tatsächlich mit den Ergebnissen als deutsches Unternehmen auch live in Deutschland die Diskussion befeuern zu können. Und das funktioniert sehr gut. Also nicht nur Kommunen sprechen uns an und sagen, Mensch, ich habe da gelesen, ihr habt da was in der Schweiz, kann man das nicht auch in Münster oder in Aachen machen? Aber eben auch Bundespolitiker kommen und sagen, sag mal, was sind eigentlich die Ergebnisse? Was will die Schweiz da eigentlich? Und das ist natürlich schon schön, wenn wir jetzt eine Delegationsreise machen und deutsche Politiker auch in die Schweiz bringen, dass ich da mir schon auch hoffe, dass die so ein bisschen auftauen und auch sehen, was noch möglich ist in Europa. Wie sieht das bei euch aus? Wie blickt ihr ins Ausland und seid ihr da schon aktiv? Plant ihr das? Wir sind in 7 EU-Ländern aktiv. Also Finn hat es ja angesprochen, auch sind auch in der Schweiz, Österreich, Tschechien, Dänemark, Deutschland natürlich, UK. Da ist eine Menge möglich und eigentlich als Unternehmer total spannend, weil die Frameworks teilweise unterschiedlich sind und das macht es dann halt herausfordernd. Also nicht jeder kann sofort in Österreich plötzlich Cannabis verkaufen oder auch in der Schweiz. Und wir haben halt gewisse Erfahrungen, wir haben das vorher schon mal gemacht in anderen Stationen, anderen Unternehmen. Und dementsprechend freut uns eigentlich, dass als Unternehmersicht, dass es regulatorisch herausfordernd ist, dann können nicht so viele mitspielen und deswegen
macht es dann durchaus Freude, als Unternehmer halt diese Nüsse zu knacken, um in neue Märkte auch reinzukommen. Adrian, wie sieht das bei euch aus? Ja, also wir beobachten das auch. Es ist ja auch in gewisser Weise eine Notwendigkeit, dass man sich da international auch stark vernetzt. Insgesamt ist es so, dass Deutschland natürlich schon einen schwierigen Stand bisher hatte. Wir andere Länder durften ja selber produzieren und dann zu uns exportieren. Wir waren da ja sehr eingeschränkt bisher. Also da denke ich, wird es jetzt schon noch eine Veränderung geben, was uns dann auch ermöglicht, das Produkt eben auch selber herzustellen. Weil es ist ja schon was anderes, ob man es nun bei jemand anders zukaufen muss und im Endeffekt darauf angewiesen ist. Und es sind ja sehr, sehr große Firmen international entstanden, die damit eben schon von vornherein handeln durften. Und wir waren da immer so lange sehr, sehr eingeschränkt. Wir durften zum Beispiel auch unser in Deutschland angebautes Cannabis nicht exportieren. Dürft ihr das jetzt künftig? Das dürfen wir jetzt zukünftig machen. Das ist natürlich eine große Veränderung. Aber bisher durften wir es einfach nicht. Ja, wir bauen es an. Wir dürfen es ausschließlich an die Bundesrepublik selbst abgeben. Und die hat das bisher abgelehnt, dass das exportiert worden wäre. Insofern, es ist natürlich wichtig, dass wir irgendwie alle auch international mit den gleichen Regeln spielen. Nach Kanada zum Beispiel dürfen wir nicht exportieren. Kanada sagt, nee, dürft ihr nicht, geht nicht. Aber von Kanada nach Deutschland geht. So, wäre halt super, wenn das alles insgesamt so auf einem Level ist. Und dann sehe ich da auch ein Riesenpotenzial drin, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele, also auch von euch, die bereit sind, auch hier in Deutschland einen eigenen Standort aufzubauen und das Produkt eben von vorne bis hinten auch zu verstehen, herzustellen und abzugeben. Und ja, also insofern ist das natürlich für uns eine tolle Veränderung. Sido, als Künstler bist du ja auch viel unterwegs, tust ja wahrscheinlich auch durch die Nachbarländer, vielleicht auch im Urlaub. Hast du da international schon auch andere Erfahrungen gemacht? Ich nehme immer was mit, wo ich hinfliege, und ich wurde schon verhaftet. Ist das die Frage? Das ist eine Antwort, wo ich nochmal nachhaken würde. Was ist da passiert? Naja, ich bin halt auch in Länder geflogen oder gefahren, wo das halt verboten ist. Und da wurde ich halt verhaftet. In Norwegen saß ich im Gefängnis. In Rom hat ein Hund an meinem Fuß gekratzt, weil ich es gerne in meine Socken packe. Ja, also ich habe schon meine Erfahrung auch im Ausland gehabt. Aber das tut ja nicht zur Sache, ne? Hast du schon mal gekauft im Ausland? Auch im Ausland gekauft. Legal oder immer schon? Nee, legal nur in Amerika. Ne? Und da ist das ja die Auswahl und in Holland. Und da ist die Auswahl großartig. In Amerika macht es wirklich Spaß, da in diese Dispensaries zu gehen und so weiter. Ich habe gehört, wir sind jetzt fast am Ende. Hätte ich doch noch mal eine Frage in die Runde. Wer hat heute schon einen durchgezogen? Heute nicht. Heute noch nicht. Ne. Also ich bin ja langjähriger Cannabis. Deswegen, wir müssen. Genau. Ja. Ja. Ich habe mich auch gemeldet, falls es interessiert. Bist du eigentlich Cannabis-Patient? Ja. Okay. Und was nimmst du? Muss ich jetzt fragen. Ich rauche sehr gerne Siggis Minze, wenn das Vorlage. Ein Punkt ist mir noch wichtig. Du hast eben auf die anderen Länder ein bisschen abgespielt, auch Thema Europa. Was können wir da lernen? Und jetzt haben die Kollegen schon viele wichtige Punkte gesagt. Ich würde das Thema gerne nochmal vom Cannabis wegnehmen und sagen, was können wir eigentlich als Bundesrepublik Deutschland, wenn man sich unser Gesundheitssystem anschaut, von Nachbarländern lernen? Nämlich, glaube ich, sehr viel. Weil ich glaube, die großen Themen in der Gesundheit sind ganzheitliche Gesundheit, ein multimodales Verständnis von Gesundheit und eben auch, dass Wohlbefinden eben nicht schwarz und weiß ist. Das ist ein Facettenreichtum aus biopsychosozialen Facetten. Und ich glaube, da können wir aus dem Ausland interkulturell auch viel lernen. Also vielleicht manchmal so die deutschen Tugenden, die sind ja oft sehr positiv, aber vielleicht kann man die auch manchmal zurückstellen. Einfach mal schauen, was macht das Ausland im Gesundheitssystem besser? Und ich glaube, das können wir auch gut übertragen auf das Thema medizinisches Cannabis. Also nicht nur auf Cannabis schauen, sondern was können wir auch interkulturell soziodemografisch lernen? Also ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Andockungspunkte auch. Wenn ich da direkt einhaken darf, das ist ganz spannend, weil du das genau, so wie du es ansprichst, auch die Realität entspricht. Frau Professor Müller-Wahl, eine ganz bekannte Professorin in dem Bereich, hat mal eine Studie präsentiert, wo sie sagte, das war jetzt nicht ihre eigene Studie, aber das hat sie mit einem anderen Professor gemeinsam gemacht, zum Thema Cannabis gegen Schmerz. Und das Ergebnis war, ja, es hilft bei Schmerz, aber nicht exorbitant, aber das Wohlbefühl der
Patienten war deutlich besser, die Lebensqualität war höher. Und sie meint, das Problem im deutschen System ist, dass das nicht zählt. Es zählt nur, wie hat es gegen Schmerz geholfen. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich glaube, da können wir noch viel draus lernen. Es gibt eine andere Studie, das ist ganz interessant, bei chronischen Schmerzpatienten, wenn die nebenbei Cannabis bekommen, dann sagen sie auch, Schmerz ist geholfen. Was aber passiert, ist, dass die Depressionsneigung danach deutlich geringer ist. Eben genau aus dem gleichen Grund. Und ich glaube, da können wir wirklich noch viel als deutsches Gesundheitssystem lernen, dass wir eben nicht nur auf diese eine Indikation gehen, sondern sagen, wie können wir den Menschen ein besseres Leben ermöglichen? Und nicht erst, wenn sie kurz quasi vor der Sterbehilfe sind, sondern wirklich sagen, wie können wir sie auch im aktiven Leben besser unterstützen? Und ich glaube, da kann Cannabis eine tolle Rolle spielen und das wird heute noch vernachlässigt. Das spricht mir aus der Seele. Also gerade was wir so erleben auch in Deutschland, ich glaube, da haben wir viel Potenzial noch nach oben. Und ich glaube, was du eben sagtest, Wohlbefinden, eben nicht nur zu gucken, ja, ist es jetzt ein körperlicher Defekt, sondern auch zu gucken, aus welcher Situation kommt ein Mensch in eine Therapie? Wie ist seine Erwartungswelt? Was hat er für Erfahrungen gemacht? Also da ist, glaube ich, doch unser deutsches Gesundheitssystem oft Leitlinien geprägt, Checklisten geprägt, Rendite geprägt, ja, also alles irgendwie deutsch, analytisch. Aber ich glaube, da können wir manchmal einfach lernen, uns zu öffnen, einfach Dinge mal zuzulassen und die kann der Arzt dann wunderbar auch in die Cannabis-Therapie mit einbringen. Stichwort, was du auch sagtest, Placebo. Ne, allein, dass die Menschen mal aus ihrem Autopiloten oft rauskommen und sich beschäftigen mit so einem spannenden Thema wie Medizinalcannabis, da könnte man Wochen recherchieren und es wird nicht langweilig. Allein mal die Gedanken wegzukriegen und mal ja, einen Impuls zu setzen. Ich glaube, da können wir als Cannabisbranche auch einen großen Benefit setzen für die Menschen. Ja. Wir haben jetzt viel aus Unternehmenssicht gesprochen, wir haben über die Teillegalisierung gesprochen, über Chancen, was kommen wird. Wir würden euch aber gerne auch irgendwie nochmal persönlich kennenlernen wollen. Deswegen auch gerne mal die Frage in die Runde. Was treibt euch an? Warum habt ihr euch entschieden, in diesen Markt zu gehen? Was sind so eure Visionen? Gerne mal in die Runde gefragt. Ja, also ich habe vorher in der Uni geforscht im Bereich so Neuropharmakologie, also wie bestimmte Substanzen im Gehirn wirken, zum Beispiel Antidepressiva. Und da habe ich auch schon Kontakt gehabt eben mit der Wirkungsweise von also Endocannabinoiden und auch dem Endocannabinoid-System und habe mir immer gedacht, das ist aus medizinischer Sicht ein sehr, sehr interessanter Stoff. Dass es das dann die Möglichkeit gab, das zu machen, war dann mehr oder weniger Zufall. Aber irgendwie wollte ich schon immer mal gerne so eine Firma gründen und Cannabis anbauen, auch ganz gerne. Und das hat sich dann so ergeben. Also ich fand, das war vielleicht ein bisschen Zufall, da so hinzukommen, aber am Ende ist es eine interessante Industrie, in der wir hier sind. David, du hast ja gerade gesagt, du warst auch einer der Ersten. Wie ist das bei dir damals gekommen? Gute Frage. Ich hatte eine Oma, die war ziemlich krank. Die hat Rheuma gehabt, Arthrose gehabt, keine Bandscheiben mehr, lange Oxycodon genommen und die hat nicht mehr ordentlich geschlafen. Und dann haben wir der Cannabis-Butter gemacht. Und die hat von dem Zeitpunkt an nicht mehr lange gelebt, aber von dem Zeitpunkt an deutlich mehr Lebensqualität gehabt. Und dann war ich in der Uni und habe so die ersten Berührungspunkte mit Cannabis gehabt. Hatte Lust, was zu machen, war relativ schnell klar für mich, dass ich wahrscheinlich keine langfristige akademische Karriere mache, habe immer mein Master. Ich glaube, ich bin expatrikuliert worden, weil ich nicht mehr hingegangen. Und habe angefangen, die erste Firma zu bauen und dann Cana Medical und dann hat sich eins zum anderen entwickelt. Sebastian, wie ist das bei euch? Was ist so eure Vision, eure Geschichte, euer Traum? Ja, ich habe mit zwei guten Kumpels gegründet. Ende 2018 haben wir gegründet. Ja, wir hatten so zwei Hintergründe. Also ich habe selber Psychologie studiert, habe eher viel Arbeitsorganisationspsychologie gemacht. Das heißt, wir haben natürlich die Gesetzesänderung im SGB klassischerweise mitbekommen. Auf der anderen Seite hat meine Familie aber Landwirtschaft im Bergischen Land, also im Bergisch Gladbach. Das heißt, wir kennen das Thema auch schon von der Kultivation von Nutzhanf auf den Feldern. Das waren so die beiden Berührungspunkte, wo wir gedacht haben, Mensch, das wird ein unglaublich spannendes Thema, eben nicht nur im Nutzhanfbereich, sondern jetzt auch im medizinischen Bereich. Ja, und ich bin selber eben Cannabis-Patient der ersten Stunde aufgrund einer neurologischen Erkrankung. Ja, und deswegen kann ich mich
kann gut mitfühlen mit Patienten, kann mich da gut hineinversetzen. Ja, und da hat es gekribbelt. Ne? Auf der einen Seite Unternehmer, ne? Wenn du das Unternehmergen hast, dann ist sowas natürlich toll. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man aus der Landwirtschaft kommt, ne, und eben schon viel mit Pflanzen auch zu tun hat, dann ja, erfüllt das einen. Ne? Und ich bin jemand, der ja, arbeitet gerne, wenn er Leidenschaft hat, ne, wenn er Power hat. Und dann ist es für mich auch kein Arbeiten, sondern es ist irgendwie eine ganz tolle Sache, die man entwickelt. Ne, und das treibt uns intrinsisch total an. Sido, das Thema wird ja jetzt noch mal wichtiger. Wir saßen ja mit dem Bundesgesundheitsminister zusammen. Wir haben mit dem Format hier, versuchen wir was im Bereich Aufklärung zu machen. Was glaubst du, wie wichtig ist das jetzt? Auch gerade diese Brücke zwischen Politik und Gesellschaft auch. Muss die Gesellschaft jetzt noch mehr aufgeklärt werden? Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist wichtig, dass man nicht mehr kriminell ist, wenn man das macht. Und so hat man halt auch innerhalb der Familie und im Freundeskreis die Möglichkeit, da offen drüber zu sprechen, ohne gleich ein Verbrecher zu sein. Daher finde ich das wichtig. Ja. Vielleicht nochmal die Frage an die anderen. Seht ihr jetzt auch als Unternehmer euch da so ein bisschen in der Pflicht auch da in die Richtung aktiv zu werden zum Thema Aufklärung? Also vielleicht ganz kurz, ist verrückt. Ich habe meine erste Pro-Cannabis-Demo vor 22 Jahren mitgemacht und damals war das noch ein komplettes Tabu in der Gesellschaft. Also meine Eltern meinten damals zu mir, bist du gaga, dass du da hingehst. Tatsächlich war aber auch eine Freundin von mir, hatte einen Vater, der war medizinisch, hat sich illegal versorgt tatsächlich, um sich zu therapieren in der Chemotherapie. Und mir war damals das erste Mal klar, Cannabis kann viel mehr als einfach nur eine Droge zu sein und habe mich damals dafür eingesetzt. Und ich merke, dieses Stigma, was vor 20 Jahren schon da war, das ist irgendwo immer noch da. Und ich glaube tatsächlich, wir als Branche haben die Aufgabe, in irgendeiner Art und Weise uns zusammenzutun und die Bevölkerung, aber auch die Gesellschaft, nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Berufstätigen, die Mediziner, die Polizisten, irgendwo auch mit aufzuklären, weil wir sind einfach Experten in dem Bereich inzwischen. Wir sind zwar nicht alle Mediziner, aber ich glaube, wir kennen die Pflanze inzwischen sehr gut. Und ich glaube, was wir vielleicht in unserer Bubble schon als längst als normal erachten, wie wir miteinander sprechen über das Thema, das ist auf dem Dorf in Bayern oder vielleicht auch in anderen Bundesländern immer noch nicht der Fall. Und ich glaube, daran müssen wir alle als Branche arbeiten. Sage ich mal, den goldenen Schlüssel dafür haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, dass solche Formate wie hier heute schon mal sehr helfen, das ganze Thema auch mal Leuten näher zu bringen, die sich einfach nur neugierig dafür interessieren. Und ich glaube, genau solche Themen müssen wir viel öfter machen. Deswegen auch nochmal hier danke für die Einladung. Ja, wir haben auch auf TikTok und Insta gerade eine Kampagne gestartet. Also wir sehen uns da auch in der Verantwortung auch, dass die Qualität halt bei den Leuten, die selber machen, so hoch wie möglich ist. Da gibt es viele Infos. Ist auch ein bisschen entertaining, aber es gibt auch viel Knowledge, die da rüberkommt. Also ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben, die jetzt schon so lange damit zu tun haben. Ja, ich habe am Anfang schon gesagt, also wir als Hersteller, Händler sollten was dafür tun, dass Leute wissen, es gibt Cannabis aus der Apotheke und das ist sehr gut, weil in der Vergangenheit war es durchaus schwierig, überhaupt Ärzte zu finden, die sich A, mit dem Thema Cannabis auskennen und B, das im Zweifelsfall dann auch verschreiben. Und das ist so das, was wir jetzt aktuell beitragen können, dass halt Patienten nicht von Arzt zu Arzt zu Arzt laufen müssen. Und darauf wollen wir auch in Zukunft setzen, auch gerne mit anderen Händlern, Herstellern, lasst uns gemeinsam irgendwie die frohe Botschaft kundtun, dass es Cannabis aus der Apotheke gibt und dass das ziemlich gut ist. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal mit euch in die Glaskugel schauen, gerne einmal in der Runde herum. Verratet uns doch mal, was glaubt ihr, was sind die Entwicklungen in der Branche, wo sind wir in ein paar Jahren? Weiterhin die Entstigmatisierung vorangetrieben wird, dass vielleicht auch die Leute bei der Legalisierungsfrage offener sind als heute. Heute ist es jetzt ca. 50-50. Ich hoffe, dass es wie in der Schweiz eher ein paar Jahren bei 60-40 ist zugunsten einer Legalisierung. Und ob die Säule 2 nun kommt oder nicht, steht in den Sternen. Aber ich hoffe, wie wir auch schon einfach gesagt haben, dass das die Säule 1 nicht der letzte Schritt ist, sondern ehrlicherweise der erste Schritt für einen gesunden Umgang mit Cannabis. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir in 10 Jahren noch mal deutlich weiter sind als heute, offener darüber sprechen können, leichter an Cannabis kommen, an gutes Cannabis kommen. Und dementsprechend hoffe ich, dass das nur die Initialzündung jetzt gerade ist. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, es liegt jetzt auch an uns als Cannabis-Unternehmen, das ganz aufrichtig zu machen. Das heißt, wir haben ja eine hohe Chance jetzt, auch eine Vorreiterrolle wirklich in Europa aufzunehmen. Ja, das heißt, andere Länder können dem Beispiel Deutschland auch folgen. Ja, und ich
denke auch, es wird nicht bei den zwei Säulen bleiben. Ich bin zwar auch skeptisch, wann es weitergeht, aber was mir nochmal wichtig ist, das Thema Patienten auch. Denn da trägt ja auch dieses Thema, die Gesellschaft diskutiert darum. Ich erinnere mich an den ersten Talk, da hast du, Siggi, in die Runde gefragt, wer hat heute schon einen durchgezogen? Und da hat der Herr Dr. Grotenhelm gesagt, hast du das gerade wirklich gefragt? Und die haben alle geantwortet. Da hat er doch gesagt, vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Da hätte sich doch kein Schwein gemeldet hier. Und das zeigt ja irgendwie nochmal, obwohl da ja Menschen saßen, die in dieser Bubble, was du auch gerade sagtest, schon drin sind. Das ist schon immer nochmal eine Hürde, das öffentlich irgendwo auch zu sagen. Und das ist das letzte Thema, was ich noch einstreuen möchte, das Thema Kostenübernahme. Und das Thema GBA und Facharztgruppen bestimmen, die eben auch ohne den Kostenvorbehalt direkt verordnen können bei einer Indikation. Da erhoffe ich mir, dass durch diese gesellschaftliche Diskussion und dass einfach Scheu bei den Menschen verloren geht, dass wir da mit den Gremien auch weiter noch kommen. Denn da sind noch viele Baustellen, ne, Thema Kostenübernahme, die muss fallen auf jeden Fall für Patienten. Und ich glaube, da wird das alles zu beitragen auf jeden Fall. Und da sehe ich sehr positiv in die Zukunft. Ja. Sido? Ich schließe mich einfach der CMBS Group an, den Worten meines Vorredners, um das hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Hervorragend. Ja, also ich wünsche mir für den medizinischen Bereich auf jeden Fall, dass wir wegkommen davon, dass man das, wie du sagst, an Zahlen festmacht, sondern dass die Wahrheit ist, wer heilt, hat recht. Also dass auch die ärztlichen Kollegen das so sehen. Eine Verbesserung der Lebensqualität ist das Ziel. Und wenn die Patienten und Patientinnen sagen, mit Cannabis geht es mir besser, dann ist das ein therapeutischer Erfolg. Das wünsche ich mir für den medizinischen Bereich. Und für den Freizeitbereich wünsche ich mir einfach, dass wir damit gut umgehen und dass wir irgendwann auch eine Cannabiskultur haben, wie es in anderen Ländern da ist, die dann auch offen sein kann und nicht mehr nur im Underground versteckt. Ja, ich würde mich auch vielem anschließen. Ich glaube, das Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist neue Produktformate. Also aktuell haben wir halt wenig Auswahl, so auf dem medizinischen Bereich. Und da gibt es ja eigentlich spannende Sachen, die jetzt schon technisch möglich sind, sei es Vape Pens, Edibles oder ähnliches. Gerne im Medizinmarkt, gerne im Freizeitmarkt, aber grundsätzlich hätte ich gern neue, schöne Produktformate. Ja, auch ich schließe mich an. Ich glaube, wir haben eine große Chance vor uns. Wir haben letztendlich in Deutschland über 400.000 praktizierende Ärzte, also roundabout jeder 200. deutsches Arzt. Du hast eine Situation, die für den Medizinalcannabis ein Wendepunkt, Medizinalcannabis-Bereich ein Wendepunkt ist. Ich glaube, dass wir schlagartig im zweiten Quartal 150.000, 200.000 Patienten mehr kriegen könnten. Ich glaube, dann wird es ein bisschen länger dauern. Letztendlich werden die Patienten, die Cannabis brauchen, jetzt relativ schnell Zugang dazu finden und vereinfachten Zugang. Es wird ein bisschen dauern, ne, bis es bei allen 400.000 Ärzten oder über 400.000 Ärzten angekommen ist. Aber letztendlich brauchst du im Moment, um den deutschen Cannabismarkt zu verdoppeln, gerade mal 156 Vollzeit-Cannabisärzte, um 100.000 neue Patienten zu schaffen. Und wenn du mit Telekliniken sprichst, die sagen halt, wir haben einige 10.000 Anfragen gehabt, aber wir konnten nur 30-40% der Patienten bedienen, weil es Betäubungsmittelstatus ist. Und die anderen 60 mussten wir wegschicken. Dann werden die auf jeden Fall jetzt ab dem 1.4. die Möglichkeit haben, auch Zugang zu Therapie in der Qualität zu kriegen, wie sie es verdient haben. Mhm. Vielen Dank für eure Zeit, für die spannende Runde. Das wird natürlich nicht die letzte gewesen sein. Freut euch auf viele weitere Keef Talks, natürlich auch mit spannenden Gästen. Wir machen für euch das Thema zum Thema. Bleibt uns treu. Bis dahin, macht's gut.